Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Back to School. Wir haben ja schon eine Sendung über die Zertifizierung der Hallsteinschule Schweiz gemacht. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Manuel Litschi, er ist der Hauptdozent der Hallsteinschule, und Daniel Freudiger, er ist Präsident der SVNH. Und Sie beide werden uns noch ein bisschen weiter in dieses Thema reinführen, nämlich was bedeutet es, wenn man diese Ausbildung gemacht hat, in welchen Bereichen kann man überhaupt diese Steinheilkunde mit einbeziehen? Ein spannendes Thema, ich freue mich darauf. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Manuel. Hallo. Hallo lieber Daniel. Hallo. Schön seid ihr heute bei uns. Ich finde das ein so inspirierendes Thema mit dieser Steinheilkunde. Und mir hat sich wirklich in der Vorbesprechung auch ein bisschen die Welt aufgemacht, wo man das überall einsetzen kann. Aber bevor wir starten, ich glaube, Manuel kennt man schon gut, du warst schon öfters bei uns. Aber Daniel, wir kennen dich noch nicht und vielleicht kannst du auch mal erzählen, was ist deine Funktion, was ist deine persönliche Beziehung zu den Steinen oder zu komplementärtherapeutischen Methoden? Also mein Name ist Daniel Freudiger. Bin Präsident vom SVNH seit 3 Jahren und wir sind so auf neuem Kurs. Wir versuchen, die Neuzeit reinzubringen eigentlich, und wir machen uns auf eigentlich für alle Alternativmethoden und versuchen, alles reinzubringen, eigentlich, wenn es Qualität ist. Darum auch die Heilsteinschule ist ein guter Ansatz, eigentlich für solche Sachen zu machen. Und ihr macht ja die Zertifizierung und ich habe in der ersten Sendung schon gehört, ihr prüft da wirklich auf allen Ebenen, also von der Persönlichkeitsstruktur demjenigen, der diese Ausbildung anmelden möchte, bis zu wirklich Räumlichkeiten und Inhalte, und ihr fordert auch. Und ich finde das ganz toll, dass es wirklich so ein Konzept gibt, eben auch für die Menschen, dass man sich nachher orientieren kann. Genau. Wir wollen einfach die Qualität, oder? Ja. Also wir wirklich eine gute Qualität haben, dass wir uns auch ein bisschen abheben können vom Normalen eigentlich. Ja, und eben auch, es gibt ja unglaublich viele Angebote, auch Online-Angebote, und dass man einfach wirklich auch weiß, wo ist Qualität dahinter. Genau, darum ist es uns sehr wichtig, dass wir gute Qualität bringen eigentlich. Ja. Es gibt so viel, online, überall kann man ganz viele Sachen machen. Wo ist die Qualität da drin, oder? Genau, ich glaube, das ist auch dir ein Herzensanliegen, Manuel, oder? Mhm. Die Qualität. Absolut, ja. Und ich glaube, ihr habt da in den letzten Jahren unglaublich viel gemacht. Vielleicht möchtest du mal ein bisschen darüber noch auch erzählen. Ja, also die Hallsteinschule Schweiz ist seit 5 Jahren zertifiziert im SVNH. Ich habe das nur so am Rande jeweils mitbekommen, weil die Hauptarbeit bei Bruno, also beim Inhaber der Schule, lag. Er hat aber gesagt, du hast ganz viel gemacht. Ja, ich habe nicht jetzt für die Zertifizierung speziell die Punkte, ich habe einfach gearbeitet und das hat dann so hineingespielt. Ich habe vor allem die Strukturen erneuert, alles etwas vereinfacht, dass wie klar war der Lehrplan umgeschrieben und so weiter. Also ich bin vor allem verantwortlich für die Lehrinhalte, so würde ich das mal sehen an der Schule, und das war dann einfach auch ein Vorteil für die Zertifizierung, weil dann alles ganz klar festgehalten ist, an welchem Tag wird was doziert, in welcher Stunde sogar wird was doziert, und es ist dann einheitlich, egal welcher Dozent das übernimmt. Und, aber ich weiß, ich habe die Unterlagen gesehen, sehr ausführlich, die Kriterien, die da verlangt werden auch, und wie du schon erwähnt hast, das ist ein großes Anliegen, natürlich auch mir in der heutigen Zeit, wo per Google zu jeder Frage eine schlaue Antwort kommt. Ja, oder weniger schlau. Ja, so tönt man immer schlau, dass man sagen kann, das ist eine Schule, die wirklich, die wurde geprüft, das sind neutrale Personen, externe Personen, die gekommen sind und den Lehrgang zertifiziert haben, das heißt, natürlich die Inhalte ist noch was anderes, aber zumindest der Aufbau und die Strukturen, alles erfüllt ein Qualitätsstandard. Und teilweise, wenn man im Internet schaut, gibt es da sehr ominöse Sachen, oder eben jeder macht heutzutage einen Wochenendkurs und bietet dann eine Schule oder einen Lehrgang an.
sicherlich nicht nur schlecht, aber eben, wenn man Qualität will, ist das ein gutes Siegel und wir sind sehr auch stolz darauf, das Siegel tragen zu dürfen, dass es diese Zertifizierung gegeben hat. Ja. Und dass wir jetzt eine Schule haben, die, ja, die das vorweisen kann, die auf gutem Wege ist und sauber strukturiert ist. Ja, wir haben jetzt mehrere Dozenten und jeder Dozent weiß genau, an welchem Tag, welcher Stunde, welcher Lektion was zu dozieren ist und alles ist so hinterlegt. Genau, ja, das ist so die Geschichte, die wir jetzt hatten mit dem Verband. Ja. Ja, das ist sehr toll. Und das darf man ja auch nochmals erwähnen, ihr seid die einzige Heilstallschule in Europa, die diese Zertifizierung hat. Das finde ich auch wirklich bemerkenswert. Ja, also oder? Unseres Wissens, zumindest im deutschsprachigen Bereich, auch die größte Schule, wahrscheinlich europaweit die größte Schule mit bis zu teilweise über 50 Absolventinnen und Absolventen pro Jahr. Vielleicht gibt es im englischsprachigen Bereich noch etwas Größeres. In England waren wir mal zeitlang sehr aktiv, aber wir haben es da nichts mehr gehört. Also vermutlich sind wir die größte Schule auch in Europa. Und natürlich umso schöner, wenn wir auch zertifiziert sind und unseres Wissens auch die einzige Schule sind, die so ein Zertifikat jetzt vorweisen können. Ja, sehr schön. Und ich bin mir sicher, viele Menschen, die jetzt auch schon so daran gedacht haben, so eine Ausbildung zu absolvieren, da hätte ich dann zwei Fragen, nämlich eben in welchen Bereich kann man das integrieren, weil das habe ich am Anfang angesprochen, es sind ja unglaublich viele Bereiche und auch nachher dann die Frage an dich, was es bedeutet, wenn man diese Ausbildung gemacht hat, wenn man sich selber zertifizieren lassen möchte. Ich weiß nicht, mit was ihr gerne startet. Gerne mit der zweiten, wenn das okay ist. Ja. Mhm. Möchtest du das beantworten? Also, könnte man sich auch zertifizieren lassen? Auf jeden Fall, wenn die Ausbildung gemacht hat, kann man beim SVNH sich anmelden und man kann sich überprüfen lassen. Mhm. Und da die Schule zertifiziert ist, also der Lehrgang zertifiziert ist, braucht es nur eine praktische Prüfung und wir machen eine Persönlichkeitsprüfung als erstes. Mhm. Weil wir wollen schauen, wie wir die Menschen wahrnehmen. Oder? Im spirituellen Bereich sind viele Menschen, wo eben ein bisschen abgehoben sind. Mhm. Also man kann gut schauen, wie man sie wahrnimmt. Mhm. Und dann kriegt man das Zertifikat vom SVNH. Ah, schön. Es braucht noch 5 Zeugnisse von Klienten, die geschrieben haben, eine Reflexion eigentlich. Mhm. Und das Ganze gibt dann eine Note und mit dem kriegt man dann das Zertifikat. Ja. Was ich sehr beachtenswert finde in eurer Vereinigung, eben, dass es wirklich auch darum geht, diese Dinge, die man sonst kaum erfassen kann, nämlich was hat der Mensch für eine Persönlichkeit, der therapeutisch arbeitet. Und das ist ja auch immer eine solch große Frage bei Ausbildungen in der Medizin oder so, dass eben das wie gar nicht angeschaut wird. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr fortschrittlich. Schwierig, nach welchen Kriterien, dass man das möchte. Wir haben das alles klar strukturiert eigentlich. Mhm. Auch Fragen, alles. Und wir sind zu dritt immer, wo die Prüfung abnehmen. Mhm. Und man sieht relativ schnell, wie dieser Mensch wahrnimmt. Ja. Weil die Energie, sind meistens alle Medium, alle sind im Heilbereich drinnen. Mhm. Da spürt man relativ schnell, wie man diesen Menschen wahrnimmt. Mhm. Die Persönlichkeitsprüfung, also das ist einerseits, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so eine auch energetische Sache, also dass ihr spürt, wie jemand ist, aber macht ihr auch ganz konkrete Fragestellungen oder schafft ja, wir haben, ganz konkrete Dinge? Wir haben einen Katalog, alles mit Fragen, wo man einfach ankreuzt. Ja. Es gibt Punkte und zuletzt gibt es eine Note von denen. Ja. Spannend. Mhm. Okay, und jetzt noch zu dem anderen spannenden Bereich, nämlich wo kann man das überall anwenden? Oder was habt ihr vielleicht schon für Erfahrungen mit welchen Menschen? Welcher Therapeut oder in welchem Feld arbeitet man mit den Steinen? Ja, wir haben das auch noch kurz besprochen vor der Sendung. Das ist ja interessant und die Antwort lässt sich eigentlich zusammenfassen mit im Prinzip überall. Oder ihr seht ja in sehr viele Bereichen ein und ihr habt gesagt, eigentlich kann man es überall anwenden. Das ist auch unsere Erfahrung. Also wir haben ja in unserer Ausbildung selber Leute, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Bereichen, sei es eben auch die spirituell-mediale Seite, dann gibt es aber auch aus Ärzte, Tierärzte, PsychiaterInnen, PsychologInnen, also auch von der
ganz normal anerkannten westlichen Medizin. Leute, natürlich auch TCM, Naturheilpraktiker, Naturheilpraktikerinnen. Alle Bereiche sind da abgedeckt und es gibt ja so viele Bereiche, wie man die Steine einsetzen kann. Einerseits direkt als Werkzeuge. Also, da kannst du vielleicht später noch von dir auch erzählen. Du arbeitest ja auch im geistigen Bereich. Also man kann es auch als Werkzeuge einsetzen, wie zum Beispiel Kristalle. Das ist ja sehr bekannt, schon seit Tausenden von Jahren vermutlich, dass Kristalle eingesetzt werden zu energetischen Arbeiten. Also wenn man zum Beispiel am Energiefeld des menschlichen Körpers arbeitet. Es gibt aber auch noch ganz grundlegendere Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel einen Raum, immer in meinem Raum, sei es ein Behandlungsraum, meine Praxis oder auch es kann auch ein Büroraum sein, das spielt ja gar keine Rolle, oder das eigene Heim natürlich, dass man da Steine hinstellen kann. Wir haben hier hinten ja auch eine dekorative Auswahl und das hat natürlich auch eine Funktion, je nachdem, wie man das aufstellen kann. Ich glaube, vor allem auch da gibt es für alle einen Einsatzzweck, auch wenn man jetzt, sagen wir zum Beispiel eine Massagepraxis, da hat man verschiedene Funktionen. Einerseits die Raumgestaltung ist ja auch etwas Schönes, die Steine die sind auch fürs Auge da. Dann hat das jetzt mit dem Raumklima zu tun. Es gibt Steine wie der Rosenquarz, kennen ja alle Leute, der sehr eine harmonische Ausstrahlung hat, eine liebliche Ausstrahlung in den Raum hineingibt. Und natürlich dann zum Beispiel bei einer Massage der Stein selber als Werkzeug dann eingesetzt werden kann. Die meisten kennen die Hotstone-Massage, das ist ja wahrscheinlich die berühmteste Form mit den heißen Basaltsteinen, die aufgelegt werden. Es können aber auch natürlich andere Edelsteine oder Halbedelsteine sein, die da eingesetzt werden können. Und so gibt es eigentlich jeden Bereich Möglichkeiten, sei es in der Homöopathie, in der allen naturheilkundlichen Anwendungen, dass man die Steine zusätzlich zu den üblichen Mitteln einfach zunehmen kann, auch als Verstärker. Man weiß zum Beispiel bei den ätherischen Ölen, ätherische Öle wirken sehr schnell. Zum Beispiel ein schmerzlinderndes Öl, Nelkenöl als Beispiel, wirkt sehr schnell. Wenn man einen Zahnschmerz hat, kann man es drauf tropfen und dann wirkt das innerhalb von Minuten. Wenn man einen Stein hinzugibt, kann man die Wirkung verlängern. Das heißt, der Stein wirkt dann wie nachhaltiger und verlängert diese Initialwirkung. Und das hinzugibt, dass der Mensch den Stein hält? Oder, dass man oder hinklebt oder lokal aufklebt. Da gibt es ja auch dann eine breite Anwendungsmöglichkeit, möglichst bei körperlichen Problemen, sagen wir, den Stein möglichst nahe an den Ort des Problems zu bringen, wenn das geht. Braucht man manchmal halt etwas kleinere Steine, den großen Stein kann man da nicht aufkleben. Aber einen kleinen, zum Beispiel wenn man eine Muskelverletzung hat, gerade auf den Muskel oder eine Entzündung, auf das Gelenk oder wo auch immer, genau, aufkleben kann. Sonst natürlich mittels Schmuck am Handgelenk, um den Hals. Genau, das ist dann die andere Variante, in der Hosentasche. Es ist auch wunderschön, die Steine zu tragen. Ja, absolut. Man hat auch immer den dekorativen Aspekt natürlich, den viele die meisten Menschen auch schätzen. Ja, die Steine haben einfach schon so eine Anziehung. Und lasst ihr auch ihr habt ja sicher ganz, ganz unterschiedliche Menschen, eben auch aus unterschiedlich therapeutischem Hintergrund, lasst ihr dann die Erfahrungen von diesen Menschen auch wieder einfließen in nächste Kurse, oder? Weil es ist ja auch sehr spannend, immer da mehr Erfahrungen zu sammeln, oder? Absolut, ja. Wie der Gründer der Schule immer sagt, Bruno, die Schüler sind unsere Meister. Ja, das ist ein Zitat, das hat er schon gesagt, als ich bei ihm in die Schule gegangen bin. Und das ist einfach diese Feedback-Schlaufe, genau. Mhm. Wir nehmen das auf, was die Schüler uns berichten. Ich bekomme auch viele Nachrichten von ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Die schreiben mir dann zum Beispiel, ich habe jetzt mit einer Klientin gearbeitet, mit einem Tier. Zum Beispiel letzte Woche habe ich ein Foto bekommen von einer Tierbehandlung. Und so kriegt man auch immer wieder ein Feedback und lernt dann wieder Neues dazu. Und das ist so wächst das. Die Steinheilkunde ist jetzt ein Bereich, der jetzt nicht so viele Leute praktizieren aktiv. Es sind sehr wenige Leute, die das aktiv praktizieren. Mhm. Und daher ist es umso wertvoll, dass wir das sammeln, die Informationen. Und ich sage immer, gebt uns Feedback, berichtet uns von den Erfahrungen, dann können wir das wieder weitergeben. Und so entsteht ja auch eine Heilkunde durch Erfahrungswerte. Ja. Genau. Ja. Sehr spannend. Und Manuel, hast du nebst dieser großen Aufgabe als Hauptdozent auch noch Zeit zum therapeutisch mit Steinen arbeiten? Oder ich
fast, ich glaube, du hast so ein großes Pensum. Wie sieht das aus? Ja, also ich arbeite ja auch noch in der Pflege. Ich bin Pflegefachmann. Mhm. Neben der Schule. Jetzt, mittlerweile sind ja schon 3 Dozenten oder 2 weitere Dozentinnen, so darf ich es verkünden, die jetzt die anderen Klassen nehmen. Das heißt, ich bin da etwas entlastet. Ich habe ja phasenweise alle Klassen, bis zu 7 Klassen parallel unterrichtet. Und ich habe bis jetzt noch nicht persönliche Behandlungen angeboten. Natürlich habe ich das im privaten Rahmen mit Kolleginnen und Kollegen gemacht. Also die schätzen das immer sehr. Da kann man ja auch unter Freunden kann man da auch ein Geben und Nehmen. Und ich offeriere dann zum Beispiel eine Behandlung mit den Kristallen und bekomme dann vielleicht in irgendeiner anderen Form dann etwas zurück. Und so ist es ja auch eine Erfahrung, die man machen kann. Eine Idee, die ich habe, wo ich glaube ich eher noch hin möchte, ist die Kristallarbeit zu integrieren in spirituelle Praxis, also zum Beispiel Meditation. Ja. Das ist mein Schwerpunkt. Mhm. Also Meditation in verschiedenen Traditionen. Ich bin sehr verwurzelt im hinduistisch geprägten Yoga und im Buddhismus seit neuerem, in buddhistischen Praxis. Und das zu integrieren, ich glaube, das ist ein großes Feld. Das wäre weniger therapeutisch im Sinne von, ich arbeite mit Klienten, aber ich arbeite mit mir. Weil viele Meditationsarten, die schon seit tausenden von Jahren existieren, können mit Kristallen oder Mineralien allgemein, wie optimiert oder verstärkt werden. Und das ist so in meinem Hinterkopf ein Projekt, das mir am Herzen liegt, so dazu zu forschen und vielleicht auch mal eine Arbeit zu schreiben. Genau, ja. Schöne Vision, danke. Ja, Daniel, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie du arbeitest mit den Steinen. Oder? Also ich mache auch Meditationen und ich brauche auch die Kristalle. Also ich spüre richtig gut, wie die unterstützen eigentlich. Mhm. Also in einem Raum ohne Kristalle braucht es viel, also braucht bedeutend mehr. Mhm. Und wenn man alleine meditiert, ist es optimal, Kristalle hier zu haben. Okay. Weil die heben die Energie an. Mhm. Und das zieht einem relativ schnell in die Meditation rein. Mhm. Also von dem her habe ich ziemlich viel Erfahrung. Ich mache das schon seit 20 Jahren eigentlich. Und sind es vor allem Kristalle jetzt für die Meditation? Also ich brauche sie intuitiv. Ja. Ich habe nicht so Ahnung von, wie sie heißen oder was auch immer, aber ich schaue mal rum, was ich habe und dann nehme ich das, was ich brauche. Meistens sind es Kristalle. Ja. Ich arbeite auch, also ich arbeite als Geistheiler, mache Geistchirurgie und da brauche ich Wasser und Watte. Und ich habe immer Kristall im Wasser, für die Energie anzuheben. Also ich sage immer, die Christusenergie, ich arbeite mit dieser Energie. Und mit der Watte kann ich wie gestaute Energie aus dem Körper holen. Okay. Also es zeigt sich nachher auch, wenn ich schmeiße immer an den Boden die Watte. Und das tönt wie ein Stein manchmal an den Boden wirfst. Und dann ist die Heilung geschehen eigentlich. Also kannst du das vielleicht für die Menschen, die gar nicht sich damit befassen, noch ein bisschen erklären? Weil Chirurgie tönt ja so wie ein Eingriff in den Körper rein. Mhm. Nein, ich mache es auf dem Körper, aber die Energie zieht das raus aus dem Körper. Okay. Manchmal sagen die Klienten, die kommen, sagen, hey, es hat wie aufgetan, oder? Wie die Energie, wie der Körper aufgemacht hat, dass diese gestaute Energie kann rausziehen. Und in der Watte bringt es rein ins Wasser. Oder? Mhm. Und das hört man, wenn man die Watte an den Boden schmeißt. Ja. Und da ist der Unterschied anders, wenn die Watte jetzt mit Kristallwasser reingelegt ist. Habe ich das richtig verstanden? Genau, dann ist schon hohe Energie drin. Ja. Und das geht viel ringer zu arbeiten mit dem Wasser. Spannend. Und wie seht ihr das denn? Weil es gibt ja immer wieder ganz viele Menschen, die sagen, ja gut, das kann man ja nicht nachweisen, das ist einfach der Glaube daran. Kann man es nachweisen oder wie steht ihr da dazu? Ja, ganz einfach, wenn es heilt, ist okay. Ja, wer heilt, oder? Hat recht, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Das ist eure Erfahrung. Da kann man, ich denke, da haben ganz viele schon Erfahrungen gemacht. Ja, oder? Ja. Aber es gibt ja immer noch viele Menschen, die wirklich gerne über den Intellekt eine Antwort bekommen. Gibt es für diese Menschen auch noch eine Antwort?
Ja, absolut. Unsere Schule ist ja auch von der Grundlage her auf der sogenannten analytischen Steuerkunde aufgebaut und die wurde entwickelt eben genau, um die Menschen beim Intellekt abzuholen. Mhm. Das ist eine etwas wissenschaftliche Herangehensweise. Man nennt sie auch mineralogische Steinheilkunde, weil es von der mineralogischen Zusammensetzung und Art und Weise abgeleitet wird. Das klingt dann eben wissenschaftlicher und ist dann besser für Menschen, die sehr viele Daten benötigen. Mhm. Wenn man das auswirken kann, kann man sagen, ja klar, man kann ihm behaupten, das sind Anekdoten. Also Einzelfälle nennt man dann Wissenschaft Anekdoten, klar, aber wenn man 100 oder 1000 Anekdoten hat, irgendwann wird es dann vielleicht nicht nur anekdotisch, sondern geht dann auch in eine Empirik hinein, also in eine Datenlage, wo wir sagen können, bei 1000 Fällen hat das schon genau in diesem Fall genutzt. Ist dann schwieriger von der Hand zu weisen, dass es nur einzelne Anekdoten sind, die dann erzählt werden. Also wir haben einerseits die Empirik, die Erfahrung, und das macht uns eben auch aus, neben jetzt zum Beispiel einer Zertifizierung, dass wir auch arbeiten mit empirischen Werten. Das heißt, wir machen das nicht nach Gefühl, sagen, ja, dieser Stein, der hat es bei mir das und das. Und wir sagen, bei Tausenden von Fällen oder Hunderten von Fällen konnten wir das und das, diese und diese Gemeinsamkeiten erkennen. Und natürlich gibt es eine gewisse eben Ableitung von zum Beispiel, wie ist der Stein zusammengesetzt, welche chemische Eigenschaft hat, welche Farbe, natürlich die Farbe ist das, was die Menschen zuerst sehen. Und Farbpsychologie ist jetzt ziemlich anerkannt, das ist ja nicht mehr als Hokuspox bezeichnet. Oder welche Kristallstruktur hat ein Stein? Und all das bringt dann eine gewisse Wirkung und das spricht sehr den Verstand an. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Intuition. Ja, das kommt auch aus. Bei uns in der Schule, es werden alle Kapitel aufgeschlagen, von der sehr analytischen Herangehensweise, also der Geologie, der Mineralogie, der Chemie, der Farbenkunde und so weiter, Kristallographie sogar, bis zur Intuition, wo es dann wirklich geht, welcher fühlt sich richtig an. Und das ist dann halt weniger greifbar, absolut, ja. Und es ist nicht alles einfach zu bestätigen, aber man kann auch sagen, vor allem in Deutschland wurde sehr viel geforscht mit den Steinen, man hat sehr viele Blindversuche gemacht und das nimmt auch dieser empirische Wert, ja, den wir heute in den seriösen Büchern haben. Und mit denen arbeiten wir auch. Also wir nehmen da keine Einzelerfahrungen und schlagen die breit als allgemeine Aussage, genau. Das klingt sehr fundiert. Und ich sage ja immer, wenn sich etwas eben wie die Steinheilkunde, und wir alle haben ja die Anziehung zu den Steinen, eben ich erinnere mich als Kind, das habe ich schon mal erwähnt, da hat man ja so eine große Faszination, da habe ich auch immer versucht, Steine aufzuschlagen und zu sehen, was ist drin. Und ich glaube, wenn man so eine tief verwurzelte Anziehung und Neugier hat, dann bedeutet es ja auch etwas, dass es etwas mit uns macht und eben so eine lange Tradition hat. Wie ist es denn mit Menschen, die das komplett ablehnen? Gibt es da, habt ihr da auch die Erfahrung, dass sie dann manchmal trotzdem eine positive Wirkung haben? Oder wenn man hat ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Eigenermächtigung, so etwas Nein zu sagen. Wie ist das dann? Ja, weiß nicht, wie ist das als Therapeut? Kommen da Leute, die sagen, also, das funktioniert nicht, oder? Wenn ich Leute habe, wo nicht funktioniert, es funktioniert. Okay. Wir können mit dem Kopf, können wir lang sagen, nein, nein. Aber auf der energetischen Seite passiert immer etwas. Oder? Mhm. Also ich kann von meiner Erfahrung, ich habe mit 25 habe ich auch noch nichts wissen wollen von Energie und Zügen geschafft. War bei einem Geistheil und habe gedacht, und es braucht auch 5 Jahre. Mhm. Und dann hat es gekippt bei mir. Und dann ist diese Pflanze gewachsen in mir drin, oder? Und habe diesen Wandel machen können. Schön. Also wir können absolut dagegen sein, es funktioniert. Wunderbar. Das ist meine Erfahrung vom Geistheilen her, mit Steinen, all das, was ich gemacht habe, zeigt sich diese Erfahrung. Ich glaube, ich nehme das gerade als wunderbar schönes Schlusswort. Lieber Manuel, lieber Daniel, ganz spannend, was ich wieder erfahren durfte. Schön wart ihr heute da. Danke. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Für mich waren es wieder wirklich ganz viele reichhaltige Informationen. Ich hoffe, Sie konnten auch etwas daraus ziehen. Bleiben Sie gesund und auf ein anderes Mal.